im Jahr 1630 gedacht. Da war dieser Albrecht Eusebius Wallenstein kaiserlicher General Carlissimus tatsächlich ungefähr 4 Monate hier in Memmingen. Und logiert hat er oben in der, im Fuckerbau, der war damals nagelneu, ungefähr 40 Jahre alt, das renommierteste Haus damals in der ganzen Stadt. Und da hat er ungefähr 4 Monate logiert. Warum Memmingen? Damals war das strategisch günstig. Zu der Zeit war der Kurfürstentag in Regensburg. Da haben sie tatsächlich auch Wallensteins, also die Kurfürsten, entgegen quasi dem Kaiser die Absetzung des Generalismus beschlossen. Und die Urkunde dazu hat er auch in Memmingen erhalten. Er ist dann im Oktober so schnell und fall, wie er gekommen ist, auch wieder abgereist. Und der Chronist damals, der Sebastian Dochtermann, Mann, wo alles aufgeschrieben hat, hat in seiner Chronik vermerkt, solange der Herzog in der Stadt gelegen, ist Glück und Heil gewesen. Also wir sind nicht erobert worden, sondern der ist, also die Stadtoberen haben einfach die Tore aufgemacht und haben reingelassen. Also es gab keine kriegerischen Auseinandersetzungen um diese Belagerung, also um den Einzug in die Stadt, sondern er ist einfach gekommen. Und dann nach 4 Monaten ist er auch einfach gegangen. Liebe Gäste aus der Abendfern, liebe Bürgerinnen und Bürger unserer schönen Stadt Memmingen, ein herzliches Grüß Gott zu Wallenstein 2022. Ich darf Sie alle ganz herzlich willkommen heißen. Ich freue mich sehr, dass wir nach Jahren des Stillstandes, nach Jahren des Aufschubs, heuer Wallenstein wieder begehen können. Die Stadt spielt ihre Geschichte. Über 4000 Mitwirkende, viele Pferde und Wagen, die Sie gleich sehen werden, gestalten diesen Umzug und gestalten die nächste Woche. Ich wünsche Ihnen dazu viel Freude und alles Gute Ihnen. Vielen herzlichen Dank. Zu sein, wissen Sie, weil heute endlich wieder dieses bedeutende Schauspiel stattfinden kann und weil so viele Ehrenamtliche sich so großartig engagieren. Ich finde das das Schönste überhaupt, dass in unserem Land in Bayern so viele Menschen ehrenamtlich unterwegs sind. Das Wetter habe ich bestellt, ich hoffe es war nicht zu heiß, meine Damen und Herren. Genießen wir die Woche, genießen wir den Tag. Ich finde es großartig. Wir leben in einem der schönsten Länder der Welt. Uns geht es im Vergleich zu vielen anderen gut. Deswegen können wir am heutigen Tag mal genießen und uns freuen. Und danke an alle, die es gemacht haben. Herzliches Dankeschön und einen schönen, schönen Tag. Jetzt geht's los. Das ist komische Feuerwehrfahrzeug mit der Kämpfer Nummer. Fährt elektrisch. Genau. Und das ist quasi unsere erste Gruppe, das sind die Gaukler. Die können Sie jeden Abend auch in den Lagerspielen erleben. Alles Leim, entstanden aus Altherren, Turnabteilung des Turnvereins Memmingen. Und die alten Herren, die sind inzwischen wahrscheinlich schon in der übernächsten Generation angekommen. Und das sind unsere eigenen Memminger Gaukler.
Mehr jeden Abend bei den Lagerspielen auf der Kremlschanze. Das ist da hinter der Stadthalle im Bereich vom Lager von der Kremlschanze. Moristen, das ist eine ganz alte Art des Tanzes, das stammt schon aus dem Mittelalter und wurde natürlich auch bis in den 30-jährigen Krieg oder halt in 1630 übertragen. Und das ist zum Damen und Mädchen aus der Tanzschule Buhmann hier aus Memmingen und die sind seit vielen, vielen Jahren immer auch dabei bei Wallenstein. Hier auch beim Tanz auf dem Kopfstein, das ist eine besondere Veranstaltung, einmal in der Woche und natürlich auch jeden Abend auch bei den Lagerspielen zu sehen in der Kremlschanze. Also es war die Unterhaltung der Soldaten, da gab es ja sagen wir mal wenig Zerstreuung und deswegen gab es auch damals im 1630 im Zuge von so einem Herzog auch immer Tänzerinnen und Postenreiser und Leute, die damals die Soldaten und natürlich auch die Bürger unterhalten. Schon auf unserem Marktplatz eine Feuerkuppe, das sind die Zündler. Und die Zündler treten jeden Abend bei den Reiterspielen. Das ist eine andere große Abendveranstaltung, die jeden Abend im Reichsheim stattfindet. Da geht es natürlich viel um Pferde, aber gibt es auch Soldatendarbietungen, also einen militärischen Grill. Da wird auch ein bisschen mit Schwarzpulver hantiert und eben die Zündler machen da ganz verrückte Dinge mit tatsächlich brennenden Fackeln und es sieht recht gefährlich aus. Ist es glaube ich auch, wenn man es nicht kann, aber die können es. Vielleicht da schon 1977 wurde ein Entschluss stattfand, dass man also als großen Fischertag 1980 ein Wallensteinspiel auf die Füße stellt. Also seit dieser Zeit sind quasi jede Woche in der Vereins eigene Nähstube diese Kostüme entstanden. Und alles von historischen Bildern, also es gibt ja Aufzeichnungen in Museen, es gibt zum Teil auch noch natürlich Kleidungsstücke aus dieser Zeit, also es ist alles nachempfunden von historischen Vorbildern und auch historische Stoffe. Also wir haben keine Kunstfaser, irgendwie ist nur altes Zeug, nicht mal Baumwolle ist ja wirklich ein Thema. So waren die normalen Leute früher angezogen. Also das ist so die Mode von 1630, wenn man Normalbürger war, also Handwerker oder halt kein Patrizier oder kein gewähltes Haupt. So sehen die aus. Wir sehen die Damen, auch die Mädchen, haben eigentlich alle eine Haube auf. Also keine Dame ohne Kopfbedeckung. Das war 1630 quasi undenkbar, dass Damen oder Mädchen keine Kopfbedeckung haben. Also wir sehen auch schon die Herren, ja, jetzt von den städtischen Netzwerken, das sind ja bessere Leute, aber so die Ort- und Normalverbraucher, die haben wahnsinns Bärte im Gesicht. Modern waren früher Spitzbärte und Vollbärte und viele ziehen das echt gnadenlos durch. Die gehen dann monatelang nicht mehr zum Friseur und lassen ihre Bärte sprießen. So, und jetzt kommen wir tatsächlich
Ihr soll jetzt die ankündigen. Also, sie sind wahnsinnig schick, aber das ist quasi die Pferdestaffel von der bayerischen Polizei. Die sind super modern und ich denke, das ist einfach auch ein Sicherheitsthema, aber jetzt ist der Spaß tatsächlich vorbei. An ihnen ziehen jetzt vorbei die schwere Reiterei, die Kürbisse. Das ist so der Wechsel so zwischen den Rittern mit der Lanze von früher und so zur Neuzeit. Die waren schon mit Säbel bewaffnet, nicht mehr mit Lanzen und auch mit Pistolen. Und das ist das Regiment vom Pappenheim. Sie kennen vielleicht von Schiller und bei Malstein. Daran erkenne ich meine Pappenheimer. Das sind sie quasi, die Pappenheimer. Unsere schwere Reiterei des 30-jährigen Krebs. Das ist schon mal ein Riesenwust vom Pferden. Es werden heute ungefähr am Nachmittag ungefähr 300 Stück, also Pferde an ihnen vorbeireiten. Das ist ein Riesenaufwand, die stehen ja nicht bei uns alle im Stadtgebiet. Also die fahren zum Teil sehr, sehr weit her. Sie brauchen ein Pferd, sie müssen reiten können. Und das erste Mal, wenn ein Reiter in so einem Kostüm steckt und kommt zu seinem Pferd, da gibt es manchmal Interessenskonflikte, weil nicht alle Pferde halten das auf Anhieb aus, wenn ihr Reiter das erste Mal in so einem Kostüm steckt. Aber das muss man alles üben und sich dran gewöhnen. Diese Kürbisse treten auch jeden Abend bei den Reiterspielen auf im Reichsreich. Jede Soldatengruppe hat eigentlich in die Folge der Familienanhang, sag ich mal. Das ist ein Stück weit der Tross, die Marketenterei. Die waren ja, also die Soldaten früher hatten kein Zuhause, die waren eigentlich nur unterwegs. Und deswegen haben alle Soldatentruppen eigentlich auch so der Familientross dabei. Als der Generalissimus eingezogen ist, hatten die Bürger wahnsinnig Angst. Die hatten große Bedenken, was passiert jetzt, was widerfährt. Und es war kein freudiges Ereignis. Es gab auch die Regel von der Stadtobrigkeit, dass sie die Bürger eingezogen halten sollen. Also höchstens noch mal hinter dem Vorhang ausschauen, aber nicht am Straßenrand stehen. Und weil wir diesen Einzug nachspielen, hat auch von diesen Soldatengruppen niemand irgendwie gewunken. Jetzt gibt es wahrscheinlich drei. Jetzt kommt einmarschiert der erste Tross. Tross sind also eher nicht so die kämpfenden Soldaten, sondern die waren zuständig für Logistik, Transport. Die sind natürlich auch bewaffnet, aber das waren jetzt nicht die, die in den Schlachten gegenüberstanden, sondern die haben sich um Nachschub, Transport und solche Sachen gekümmert. Vor jedem Meilenstein muss man so eine Art TÜV machen, also da kommt da eine Abnahme, eine technische Abnahme. Der Aufwand ist einfach gigantisch. Man muss solche Wägen unterhalten. Vor dem Meilensteinspul muss man da alle Räder wässern, dass die wieder ein bisschen das Holz, ein bisschen feuchter wird, dann aufgeht. Und man muss immer gucken, dass da nichts kaputt geht und einfach auch mit der Sicherheit ist das ein Riesenthema. Thema Sicherheit ist ja ganz spezielles beim Meilensteinspiel 1980. Ich glaube, da hat man, keine Ahnung, wahrscheinlich 15 Zettel braucht, irgendwie so eine Art Genehmigung. Man hat halt beim Ordnungsamt angerufen und
bei ein bisschen vom Roten-Weiß waren ein paar Leute da und vom THW. Inzwischen ist das Sicherheitskonzept von unserem Waldstein ein richtiges Buch. Ich weiß nicht, wie viele Seiten hat, mehr als 100. Da ist im Prinzip jeder Zaun drauf. Die Gespräche, der Austausch zwischen den Sicherheitsbehörden, den Rettungsleuten, THW, Feuerwehr, ist wahnsinnig aufwendig. Also Sicherheit wird groß geschrieben, aber der Verwaltungsaufwand ist auch kolossal. Und jetzt wird es mal richtig schick. Jetzt kommen die Musketiere. Eigentlich ist Musik. Viele Pfeifen. Also auch Pfeifen und Pfeifen. Und die können ja dann auch, also wenn die musikalischen, die singen jetzt, und deswegen höre ich jetzt auf, gegen anzuschreien. Der Memminger Musketiere und wieder nach den Soldaten der Tross, die Frauen, die Kinder, Familienanschluss. Diese Musketen sind Vorderlader, Schwarzpulver, Musketen. Und die sind so schwer, dass man sie gar nicht freihändig schießen konnte. Deswegen haben die alle so einen, also so einen Schießstock dabei. Die wurden in einem Gabelstock, kriegt noch eine Einsage, vielen Dank, Gabelstock, überhaupt zu bedienen waren. Und so ein Musketier, das war schon relativ aufwendig. Die haben also praktisch die haben sich aufgestellt, parallel geschossen, so ein Serienschuss. Und es waren bis zu 143 Handgriffe, die so ein Musketier lernen musste, bis das Ding geladen ist und bis endlich was zum Schießen gab. Und deswegen kann man sagen, mehr wie 6 bis 8 Schuss in der Stunde konnten diese Musketiere gar nicht abgeben. Also es ist ein Riesenaufwand, das Ding zu laden, zu stopfen, alles im militärischen Drill. Und Stellfeuergewehr, denke ich, war das damals wirklich nicht. Jetzt kommt auch was recht Vornehmes, und zwar ist es die Kriegskasse in Waldenstein. Die passen aufs Geld drauf. Also das waren damals, wie heute, schon Auserwählte, die sind also hochausgebildete Soldaten, Begleitung zur Kriegskasse. Da ist tatsächlich das Münzgeld drin, Kriegsverschreibungen, Schuldscheine. Sparkasse gab es nicht mehr bei der Volksbank oder Raiffeisenbank. Also das Geld wurde tatsächlich mitgeführt. Und die Soldaten passen natürlich dementsprechend gut auf. Was für die Pferde gilt, gilt natürlich auch für die Gespanne. Man muss bis zum Fest auch mal so viele Leute finden. Also das ist ein Riesenaufwand, die kommen auch von weit her zum Teil. Und in der Corona-Pandemie war es tatsächlich so, weil es auch für viele Nebenerwerb ist, die so aufs Pferd kommen. Oder sag mal, dass die Unkosten für die Pferde gedeckt sind, haben viele mit ihren Pferden aufhören müssen, weil sie eigentlich Einnahme von Musik bis zum Zirksfest bis was weiß ich was alles in der Küche nicht gehabt haben. Und es war ein Riesenproblem auf uns wieder, die guten Pferde und Gespanne zu bekommen. Und wir mussten eben auch die Leute haben, die es fahren können. Ja, jetzt kommen zu uns auf dem Marktplatz die Rottaschi. Das ist eine ganz besondere Gruppe, eigentlich auch die jüngste Gruppe im Waldenstein-Spiel. Gruppen ist es so eine seltene Gruppe,
ihren Rumpfschilden und ihren Schwertern quasi in den Feuerpausen der Musketiere, also solange die da planen und putzt haben, sind die in diese Tartios eingebrochen und haben dann mit ihren Schwertern allerlei Unheil verbreitet. War recht erfolgreich, waren hoch ausgebildet und die waren auch besonders gut bezahlt. Es müssen ziemlich viele sein. Das sind die Pikiniere. Die Pikiniere vom Weinsteinspiel, das ist tatsächlich die größte Gruppe im ganzen Spiel. Es sind mit den Frauen und den Kindern 400. Und wir haben 1980, da haben wir uns überlegt, also bei den Pikinieren, da wollen wir trotzdem nicht klettern. Und am Anfang des Kaiserlichen Kriegs war auch die Pike mit die wichtigste Waffe. Der Sonnenfindung der Waffen bildet, wurden die Musketen immer wichtiger. Und Musketiere und Pikiniere haben in der Schlacht so Tanzios gebildet, also so Haufen, so Igel. Die Musketiere haben in der Mitte rausgeschossen und die Piken mit ihren bis zu 5 Meter langen Spießen, quasi der Reiterei, den Pferden, die Pike gezeigt und da waren fast unbenehmbar. Also die Brüste gehen raus, aber das ist keine lustige Veranstaltung für die. Spitze und hat unterschiedliche Fähnchen, das sind die Fähnlein und je nach Farbe haben wir unterschiedliche Fähnlein bei uns bei den Pikinieren. Wir in Memmingen haben selber 4 Fähnlein und wir hätten normalerweise ein 5. Aber das sind die Engländer, die heuer leider nicht da sein können. Ja, die größte Soldatentruppe hat natürlich auch einen riesen Tross dabei. Also dementsprechend viele Soldaten sind auch viele Frauen, viele Kinderwägen. Also das sind natürlich alte Leiterwägen. Die Pikiniere haben ein sehr, sehr großes Lager oben in der Kreppelschanze. Und da sie so viele sind, haben die es auch vorragend im Griff. Die haben auch tolle Bewirtung. Also da kann man was trinken, kann man was essen. Die haben alle schon Schupfnudelkoller, wenn sie an die nächste Woche denken. Also da gibt es sehr, sehr gute Schupfnudeln. Am Einsteinbier können sie da auch zu sich nehmen, bei den Pikinieren in der Kribbelschanze. Mal das Lager besuchen können, wenn Sie die Gelegenheit haben, schauen Sie auch mal genau so hin, auch so ein bisschen hinten rein. In der Regel, wenn es gut klappt, sehen Sie nichts mehr anderes. Sie sehen keine Bierkiste, natürlich kein Glaskrug
und alles, was neumodisch ist, weil man, was man halt noch auch braucht, dass man sowas organisieren kann, wird eigentlich tunlichst versteckt. Und wir achten da sehr gut drauf. Also da passen auch die Gruppen untereinander aufeinander auf, dass eigentlich nichts, was nicht historisch ist, dass es zeigt wird. Sehen wir überlegen, wenn ich alles auswendig mache. Das ist der Tross Schafwutsch. Spielt ein Tross, also praktisch nicht unbedingt die Leute, die Soldaten, die in erster Reihe kämpfen, sondern Logistik, Nachschub. Was ganz wenig ist. Weil heutzutage wird das Zeug mit, also man kriegt ja wieder Gefühl, wie das ist, wie über Krieg organisiert, heutzutage mit Flugzeugen, mit Zügen, mit großen Schiffen. LKWs, früher war das einfach Pferdefuhrer, Gespanne, die Straßen waren, sagen wir, besser der Feldweg oder hat das Wort Nachschub und Logistik eine ganz andere Bedeutung, und das ist natürlich auch heute wichtig ist. Diese Pferde leiden zum Teil auch. Also abschnittsweise mal im Lager, viele waren auch wieder, kommen erst wieder nächstes Wochenende. Also es gibt da jetzt eben heute Straßensporn, ja genau, das ist der alte Misch, den gibt es schon seit 1980 und der versucht seit 1980 eigentlich voll zu machen mit mäßig, was da alles da so ist. Das ist wieder eine schicke Gruppe, das sind die Kommissare. Gibt es Kommissare und Generäle, also das ist quasi die militärischen Führer. Und jetzt kommt eigentlich der uns am Fest den Namen gegeben hat. Das ist die Leibgarde vom Herzog, von Wallenstein. Wallenstein hatte eine Leibgarde von 600 Soldaten. Also das ist der Ministerpräsident mit seinen 10 Personenschützer eigentlich ein kleines Licht. Sind das vier? Ich habe ja vorhin im Rathaus den Eindruck gehabt, es seien mehr. Also, der Ministerpräsident erreicht heutzutage vier. 1630 beim Generalissimus war es tatsächlich, oder der wollte das so, ich weiß nicht, ob es der Wille ist, da waren es tatsächlich 600, teilweise beritten und teilweise zu Fuß. Also, alle in diesem Wesen, edlen Gewand, das ist die Leibgarde im Wallenstein. Also das ist die berittene Abteilung. Das war natürlich auch nur ein Auszug. Auch 1630 ist der Wallenstein nicht mit 600 der Leibgarde hier einmarschiert, sondern so um die 40 oder 60. Und deswegen, also auch die Formel wird gewahrt und das wird natürlich wahrscheinlich auch 600 Leibgarde schon mehr bringen. Also das ist die fußläufige Abteilung der Leibgarde vom Herzog. Achten Sie vielleicht mal auf die Stiefel. Das sind die Dinge, die heutzutage ein Bauwerk zu beschaffen sind. Und die Herrschaften, die latschen die auch durch. Also die gehen irgendwann auch in die Knie, die gehen kaputt. Da muss man Ersatzbeschaffung machen. Das ist alles ein riesen Thema heutzutage. Das ist unsere Wallenstein-Kutsche. Das ist auch ein Eigenbau. Die hat man schon 1980, also zu den ersten Wallenstein-Spielen, gebaut. Und der Herzog sehr vierspännig. Da braucht man natürlich auch. Ja, da kommt er schon. Das ist unsere Wallenstein-Kutsche. Das ist auch ein Eigenbau. Die hat man schon 1980, also zu den ersten Wallenstein-Spielen, gebaut. Und der Herzog sehr vierspännig. Da braucht man natürlich auch erstmal jemanden,
der vier so schöne Pferde hat und der vierspännig fahren kann. Und Sie sehen, der Herzog selber, der Rotlichtvierte, der hält sich natürlich an die Vorgaben, der winkt nicht. Gleich dahinter, quasi als Gefolge von der Kutsche, sind die Bedienstungen oder Pagen. Das sind ganz schicke Truppe, die waren quasi ganz nah am Hausstand oder am Hausstand vom Herzog. Die haben so das Bettchen aufgedeckt, die Türen aufgemacht und so. Genau. Und wieder zu den Soldaten, zur Leibgarde, wieder der Familienanhang, der Tross oder kleine Marketenderei von der Leibgarde. Die sehen aber auch schon ein bisschen schicker aus, gell, wie die normalen, also die normalen Gefolge. Wenn man sagen mal, wenn die Leibgardisten beieinander waren, dann hat es auch irgendwie alles ein bisschen schicker vor. Also alle Generäle, alle Heeresführer waren quasi Grafen oder Fürsten. Und das sind quasi die Personen, die jetzt einmarschieren, sind quasi die Heeresführer, also Grafen, auch Verwandtschaft vom Herzog. Also was ich sehe, seine Frau Isabella hat ein paar Geschwister gehabt und das sind jetzt dieser Hofstaat, ganz grobe. Und dann sieht man auch schon ein bisschen vielleicht, dass eben das nichts mit dem Mittelalter zu tun hat. Weil diese Herrschaften waren natürlich hormonbewusst. Und wie eingangs eben erwähnt, also da sind wir schon Richtung Barock unterwegs und da ist nichts mehr mit Doppelmittelalter. Das Grüne, der Abschluss zum Hofstaat, das sind so die edlen Damen. Die wurden quasi in den Hofstaat geschickt, dass man mal schaut, was da so auf dem Heiratsmarkt so möglich ist. Das sind in der Regel Adlige, also und die wurden dann in den Hofstaat quasi verkuppelt, kann man fast so sagen. Jetzt haben wir wieder Leitgarde, ganz schick auch. Und wer sich ein bisschen auskennt in Nordeuropa, das ist die dänische Fahne und nebenbei der Dänenprinz. Tatsächlich zweimal, während Ralf dein Aufenthalt in Memmingen war. Und das ist die Leibgarde vom Prinz Ulrich von Dänemark. Junge Mann, das ist der Prinz Ulrich und der Rest ist der Vorsitzende, seine Frau und seine Tochter vom Fischwerksverein. Die dürfen sich freuen und der Ulrich darf auch ein bisschen winken. Der Vorsitzende darf eigentlich winken. Aber nochmal eine Kutsche, das ist quasi die Kutsche ohne Dach irgendwie, also mit Sonne. Und da hat man Oberbürgermeister reingesetzt. Und er denkt sich, wenn ich schon kein Dach kriege, dann darf ich zumindest schwenken. Und er muss auch winken, weil wir haben nächstes Jahr im März Wahlen, ist ja klar. Also man muss ja immer schauen, der, wenn jetzt heute winkt, das ist natürlich kontraproduktiv. Und auch die Leibgarde des Prinz Ulrich hat einen Tross dabei, klar. Frauen, Kinder, Versorgung. Irgendjemand muss auch kochen und sagen mal, fragen, Schatz, wie war dein Tag, wenn wir am Abend heimkommen? So, es ist eine Gruppe, da freue ich mich eigentlich jetzt schon 6 Jahre drauf, wenn ich endlich diese Fahne sehe. Weil vor 6 Jahren habe ich tatsächlich einen Moment lang nicht gewusst, wer das ist. Und deswegen, das passiert mir nie wieder. Da habe ich sogar Auszeichnung gekriegt. Beim Jahresabschluss, meine Stadt ist ungefähr gefühlte 5 Sekunden nicht gewusst, weil es herzlich ist, der Brust, Nicolo,
Und über Nacht sind die Grafen ungefähr 150 Jahre jünger geworden. Gestern waren es Landsknechte und heuer sind es Trosssoldaten. Der Tross Piccolomini, benannt nach Piccolomini, das ist ein in Florenz geborener Graf. In der Kremlschanze und die haben auch was zum Essen und zum Trinken und die bieten auch Kinderprogramme. Da kann man Armbrust schießen und andere altertümliche Spiele machen. Also gestern hatte schon jemand gefragt, gibt es hier eigentlich auch was für Kinder? Und da habe ich gesagt, auf jeden Fall, wenn Tross Piccolomini und dann bei den anderen gibt es schon auch was. Also ist ein riesen Tross mit einem Haufen Fuhrwerk, Pferde, sind super leid. Und das ist eben hier, die machen den größten Sprung. Die gehen quasi als Grundbergs Nächte ins Bett und machen als Wallenstein am nächsten Tag wieder auf. Und die vielen Kinder, also zum Teil liegen sie in Delegaten drin. Als Wallensteiner in Memmingen, da werden eigentlich geboren. Also das wächst einfach so. Wir haben auch keine Nachwuchsprobleme. Also das ist ja oft jetzt schon die dritte Generation seit 1980. Im Fischerparksverein und im Wallensteiner kommt auf die Welt und viele bleiben dabei bis ganz zum Schluss. Also, und die Kinder sind natürlich mit Feuereifer dabei, die kennen nichts anderes und das macht ihnen riesig viel Spaß. Ja, jetzt mit den bayerischen Schulferien natürlich ein bisschen blöd aus, weil bis nächsten Freitag tatsächlich Schule ist. Aber ich glaube, dass in Memmingen einige Rektoren gibt, die so ein bisschen locker sehen. Weil zum Tross mit vielen Frauen und viel Adrenalin und vielleicht auch manchmal die Testosteron, da passieren auch manchmal so schöne Sachen. Und deswegen gibt es eben zum Tross auch immer die Hochbeine, die da für Ordnung sorgen. Und da ist scheinbar ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen. Aber die Hochbeine nehmen sich der Sache an und dann werden sie diese Dame schon irgendwie so besänftigen. Das ist immer noch alles der Tross Piccolomini, eine riesen Gruppe, ganz toller Tross zu finden in der Kremlschanze. Zum Hofstaat vom Herzog Rheinstein gehört eine ganz besondere Truppe, die Jäger Holt. Die marschieren jetzt gerade hin auf dem Marktplatz, das ist schon der Jagdtruppe. Die waren tatsächlich, also ist ein Stück weit Hofstaat, weil sie einfach schick sind und weil das der Zeit angemessen und schön war. Aber die waren tatsächlich auch für die Wildbretversorgung zuständig. Mit dem 30-jährigen Krieg war es natürlich mit der Wildversorgung nicht mehr ganz so tippitoppi wie am Anfang, weil es gab eben auch viel Elend, Hungersnot und natürlich auch Wilderei. Aber zwei Föten haben wir noch und so ein Heiler aus dem Otterwald, also Wildsau. Dann wisst ihr, was ich dann doch noch sage. Jäger Holze da mit Kümmelschanze. Und eine ganz attraktive Truppe mit ihrer Jagd aus Selbstdorf. Auch noch mal was Besonderes, weil eigentlich hat so ein bisschen jede Gruppe ihre Marketenterei dabei, aber wir haben auch eine Gruppe, die heißt die Marketenterei. Das ist quasi der Gemischtwarenhandel im Tross von Wallenstein. Also die haben quasi nur die Aufgabe zu handeln, also Marikate aus dem Ukrainisch oder aus dem Lateinischen. Und die sind zuständig für
für Essensversorgung, also vom Brot bis zur Speisenzubereitung. Die haben zum Teil auch medizinische Kenntnisse, also für Verletzungen, vielleicht ab und zu mal ein Zahnproblem zu lösen. Und natürlich für jeden Ross und jeder Magenwenderei sind sie auch für ganz profane reibliche Genüsse zuständig. Und hier gibt es die Hurenleibe, die für Ordnung sorgen, also natürlich auch zum Schutz der Frauen, damit es keine Übergriffe gibt. Die Magenwenderei ist auch die Kündenschanze. Die Magiaren, also sowas Verwegenes. Die sind aus Kroatien, also kroatische Söldnertruppe. Und deswegen, die sind jetzt nicht so geschützt wie die Kürdisser ganz am Anfang. Die sind zwar auch bewaffnet mit Pistolen und mit Dolch, aber das ist eher so eine Truppe zur Aufklärung. Heute würde man wahrscheinlich sagen Feldjäger. Also für Auskundschaften, für Truppen. Also die schnelle, wendige Reiter, die Magiaren vom Wallenstein-Spiel in Memmingen. Und diese Magiaren führen mit diesen Kürbissern auch jeden Abend bei den Reiterspielen so einen kleinen Wettbewerb durch. Also die machen Reiterspiele gegeneinander. Da geht es auch um die Gunst von den edlen Damen oft. Die lassen dann am Schluss so ein Taschentüchlein fallen. Sind tolle Reiter, man muss einfach mal schauen, wie viel Pferd man da herbringt, heutzutage für so ein Fest. Dass alleine in so einer Klamotte im Hochsam auf so einem Gaulauf hocken und Mensch und Pferd halten es beide aus. Als besondere Attraktion bei den Reiterspielen haben wir auch eine Profitruppe und das sind jetzt unsere Profis. Die machen tatsächlich nichts anderes wie die Reiterstunts und die haben auch mehrere Auftritte bei den Reiterspielen am Abend in der Kürbisschanze. Vom Mord an Wallenstein. Also, er war ein Land treu ergeben, aber natürlich insgesamt am Wallenstein dann die eigenen Leute zu Fall gebracht und natürlich umgebracht. Und Butler war tatsächlich federführend daran beteiligt. Aus Butler ist schon der Kreisheim, das Lager aufgeschlagen. Und wieder buntes Spiel aus Soldaten und Magenwenderei und Ross. Irgendwie hätten die zu wenig zu trinken. Aber da geht es uns, glaube ich, alle gleich. Zum Thema Brillen. Also es gibt ja viele Leute bei uns, die brauchen eine Brille, weil sie sonst nicht ins Lager finden. Also sie sehen auch heute viele Brillen, aber nur historische. Also es gab 1630 sicher Brillen. Und auch da muss jeder, der nichts
so gut sieht und nicht auf die Pille verzichten kann oder in der Woche auf Kontaktlinsen umswitchen kann, hat eine sogenannte Wallenstein-Pille. Allein auch das ist schon auf irgendwelche Zugscheine. Man muss Optiker finden, die die besorgen und herstellen können. Allein das ist schon ein riesen Aufwand. Jetzt kommt was auch was ganz, was Schickes. Das sind die Gallas Dragoner. Dragoner war am Anfang vom Weinsteinspiel in den 80er und 90er Jahren auch noch in Osten. Und dann hat man sich vom Verein auch noch überlegt, dass man einfach nochmal wieder was Neues machen und eine neue attraktive Gruppe machen und dann aus dem Osten sind dann die Gallas Dragoner entstanden. Also ein Dragoner-Regiment. Dragoner sind auch bewaffnet mit Vorderlandmusketen und mit Spießen. Die hatten die waren zu Pferde, wenn sie nicht im Kampf waren, also die Kampf zu Fuß, also Fußsoldaten, aber quasi im Marsch auf Pferden. Aber natürlich die Qualität der Pferde war nicht so hoch wie bei den Pöliser oder den Magyaren. Also die konnten pferdetechnisch da im Kampf nicht mithalten. Deswegen nur quasi in der Reise zu Fuß und im Kampf, nein, in der Reise auf dem Pferd, im Kampf zu Fuß. Unsere Gallas Dragoner auch zu finden in der Kreppelschanze. Also alle Gruppen gehen quasi eine ganze Woche jetzt in ihre Lager. Aber die Klasse, die passen schon auf. Also wir sind natürlich in Gleichzeit praktisch in der Nähe von der Frauenkirche im Südwesten von der Stadt. Kreppelschanze ist da oben. Jetzt kommt quasi die schwere Artillerie. Unsere Kanoniere, die Kanoniere im Wallenstein-Spiel, die sind tatsächlich im Zwischentag, also gestern, waren die fast unten, fast die gleichen. Die mussten sich geil umziehen, weil Kanoniere funktionieren im Zwischentag und im Wallenstein gleichermaßen. Und die haben allerlei unheilrichtende Gerätschaften dabei, Kanonen, Kartaunen. Und zum Teil ist das Zeug schießbar, also nicht mit Kugeln, aber mit Büttern. Also die können mit Schwarzpulver außen rum machen. Und schießen bei uns am Fischertag mit Böllerschuss, das ist das Startsignal zum Auswischen des Stadtbachs. Also solche tollen Sachen können die machen. Und die können natürlich auch großartige Geschütze und Kanonen durch die Stadt ziehen. Also ich glaube, eins, was sehe ich, die zwei Fahnerschwinger, die machen heute auch nicht mehr viel, wenn die daheim sind. Die Kanoniere sind auch im Reichsheim, mittendrin im Reichsheim mit so einer kleinen Erhebung. Da hocken die drauf mit ihrem riesen Geschütz, sind die ganze Woche im Lager. Das zum Beispiel, also so wie es aussieht, das ist eine von den Schießbahnen, weil die hat richtig Pulver. Pulverbrand ums Zündloch rum. Dann kommt die Stopfer und die Putzer. So eine Kanone zum Bedienen ist super, super gefährlich. Also auch wenn jetzt da keine Kugeln verschossen sind, waren sondern nur Schwarzpulver, man muss da wahnsinnig aufpassen. Man muss das Rohr wischen, man muss es richtig laden, man darf es natürlich überladen und dann die Mischung aus Druck und Ladung und Stoffmaterial macht es dann, dass es das auch richtig losgeht. Es sind nicht bei uns, aber woanders bei
historisch spielen. Gab es ja schon Unfälle, aber unsere sind da wirklich super. Die müssen da alle einen Schein machen, der auch nicht allen gilt. Also es gibt immer wieder Prüfungen. Schwarzpulverschein ist nur auf Zeit, ist ein riesen Aufwand. Das war die Auer, das ist immer Freizeit. Das zahlen die Geräte selber. Das Schwarzpulver muss auch gesagt werden, wenn sie das daheim haben, dann müssen sie das in so einem Art Waffenstand, also in so einem Hüttenstand lagern. Heutzutage ist wirklich sehr, sehr viel Aufwand. Und das sind die Schatzkörbe hier. Da kommt da quasi Stellungen bauen und der Kugelwagen. Also das sind die Kugeln, die verschossen haben. Und jetzt kommt ein bisschen schweres Gerät. Das ist die Nachtigall. Also ein komischer Name für so ein Teil. Das schwerste Geschütz im 30-jährigen Krieg ist ja da gar nicht. Ich denke, dass du irgendwie war die ein bisschen klein. Also, die Nachtigall als Vorankündigung. Ich glaube, das ist Holzrohr, oder? Das ist Holzrohr. Das ist das einzige Überbleibsel vom Wallenstein 1900. Also, das ist mal wahrhaftig nicht die Nachtigall, das war diese Dramaturgie, war das vielleicht ganz gut. Jetzt kommt die Nachtigall. So spektakulär ist die, kommt zum Schluss. Ich denke, warum haben die das hier erklärt für das? Also jetzt, die Nachtigall, das schwerste Geschütz des 30-jährigen Kriegs, ein sogenannter 30-Pfünder, also 15 Kilo hat die Kugel. Das ganze Ding wiegt so zwischen 5 und 6 Tonnen. Also das ist ein richtiges Eisenrohr. Und die Lafette hat man in Meringen selber gebaut. Schussweite ungefähr 1200 Meter. Das ist ein Belagerungsgeschütz. Also mit dem hat man quasi Stadtmauern und Mauern quasi niedergerungen. Das ist jetzt der Handelszug. Quasi Handel war ja 30-jährigen Krieg natürlich wahnsinnig wichtig, aber auch sehr, sehr schwierig, weil es eben den Leuten so schlecht ging. Und dann war in so einem Heereszug in die Folge natürlich auch oft Händler dabei, die sich das zunutze gemacht haben, dass da Leute gibt, die auf einen aufpassen. Und die Händler waren zum Teil natürlich von auswärts, aber es sind auch Memminger Händler dabei, die waren froh, dass da Möglichkeit gab, auch mal wieder auch zum Beispiel einen Salzfuhrwerk oder andere Güter in die Stadt zu bringen. Zweimalig, Montag und Samstag, einmalig in Franzstadt. Montag und Samstag hier am Marktplatz gibt es den Tanz auf den Kopfstein. Das sind diese feingewandelten Herrschaften dabei und eben die Moristen ganz vom Anfang und die Tanzschulen. Der Handelszug und die Kaufleute, die sind tatsächlich woanders im Lager, die sind hinter der Martinskirche, also das ist die Martinskirche. Da gibt es den Martin-Luther-Platz und da haben die ihr Lager aufgeschlagen. Am Martin-Luther-Platz gibt es dann auch noch begleitend zur historischen Woche, aber im historischen Markt. Also es gibt Händler, die historische Waren anbieten, sowohl das Essen, Schmuck, irgendwie Gebrauchsgegenstände, dann so ein Zeug, wo man vielleicht einmal als Geschenke mit einbringt oder auch bloß zum Rutschstein. Und den historischen Markt gibt es am Martin-Luther-Platz, vor der Stadthalle und im Bereich der Frauenkirche gibt es eben diesen historischen Markt. Jetzt haben wir die Bevölkerung, also das sind quasi die Memminger Bürger, ganz bunt. So muss man sich die Memminger Bürger, die nicht zur Obrigkeit gehören und deswegen schwarz erzogen sind, so kann man und muss man sich die vorstellen. Und jetzt war das einfach auch wichtig,
dass auch die Bevölkerung dargestellt wird. Im Beispiel, wir sind natürlich nicht damals mit eingezogen, aber da macht man so einen kleinen historischen Schlenker. Das funktioniert schon. Trotzdem ist wichtig, dass man sieht, wie haben eigentlich, also die normalen Leute, die waren die unterwegs, die waren die gewandert. Und das war die Bevölkerung, ist eine riesen Gruppe, sind oben mit Kömmelschanz und haben auch ein schönes Rahmenprogramm. Also zeigen alte Techniken. Ich glaube, es gab schon Leute, die Geschichten vorlesen, wo alte Schriften drauf haben und so. Da ist immer was los, da kann man was erleben. Bei der Bevölkerung können sie was erleben. Genau. Aber nicht mal die winken, die sind auch brav. Gucke da, manche gucken schon richtig grimmig. Einige der Soldatengruppen und andere, also so Abordnungen, kaufen auch jeden Abend beim Theater. Also die Pikeniere ziehen da also in großer Anzahl ein. Bei den Reiterspielen sind die Kanoniere und die Gallas-Dragoner. Also nicht, dass sie meinen, die haben jetzt irgendwie eine Woche leben, die sind ins Lager und haben nur den. Also die haben zum Teil ein richtig fettes Programm, also um nicht zu sagen Stress. Dann muss man natürlich schauen, dass Essen und Trinken da ist für die eigenen Leute zum Teil. Da gibt es eben auch Möglichkeiten für Gäste, sich da zu verköstigen. Also es gibt einen Haufen Dienste. Die Leute arbeiten da zum Teil richtig, also das ist kein Urlaub. Und seit über einer Woche bauen die auch ihre Lager auf. Also letzten Montag ging es da richtig rund schon. Und die Vorarbeiten mit Herrichten und alles überprüfen dauert ja schon viele Wochen. Also die Logistik oder der Aufwand, den die Gruppen treiben, ist kolossal. Und nächsten Dienstag, also quasi in eineinhalb Wochen, ist meistens schon wieder weg. Also es geht jetzt bis nächsten Sonntag. Sonntagabend, es ist so die Wallenstein-Dachdepression. Und dann ab Montag wird abgebaut und am Dienstag sehen manche Lager aus, als ob nie was gewesen war. Und jetzt haben wir ganz eine tolle, bunte Truppe, das fahrende Volk. Das ist so die, ja, also so steht es zumindest in der Erklärung, wenn so die unterste Schicht, also nicht sesshafte, würde man vielleicht heute sagen. Ja. Und das ist auch so, das war dort so ganz am Anfang, das sind auch so die Unterhaltungskünstler, also Geschichtenerzähler, Postenreiser. Wir haben ein ganz tolles Marionettentheater im Lager mit familienfreundlicher und verschärfter Variante. Spielen die Marionettentheater, das fahrende Volk. Gestern waren das nur zum Teil Stadtgardisten in französischer Uniform. Und jetzt sind es Wallersteiner, die sind quasi älter geworden. Also die Landsknechte sind älter geworden und die Stadtgardisten, die waren über Nacht älter. Aber das fahrende Volk ist natürlich viel größer mit Stadtgarde. Die waren also mehr auch noch. Die waren älter und mehr. Genau, also das fahrende Volk direkt hinter Bonn, also zwischen Bonnhöferhaus anschließend zu Antibettler. Da lohnt sich auch ein Besuch, vor allem wenn sie ihre Vorführung machen. Das ist richtig spektakulär. Also ein wohlwollendes Nicken kriege ich inzwischen. Das darf man. Ein wohlwollendes Nicken darf man. Also bevor ihr irgendwas sagt, machen Sie Ihre Geldbeutel auf. Also jetzt wird gebettelt. Und Sie dürfen da auch gerne spenden, weil jeder Cent und jeder Schein, ganz egal, ausländisches Münz, jede Kleinigkeit kommt einem Kinderhilfswerk, dem bunten Kreis zugute. Das sind unsere Bettler. Die betteln nicht für Sie oder die versaufen nicht das Geld.
sondern jeder Cent in die Ortschaft, der hat mal einfach so einen armen Bettler übergeben. Und mit dem Bettler ist so, dann bist du eher, sagen wir, eine krasse Gruppe, die will man eigentlich nicht wirklich daheim haben. Aber 1630 waren die Bettler, die haben einfach dazugehört. Man konnte sich auch ein Stück weit sehen, heilen, verkaufen, durch das, dass die Bettler, die relativ viel Zeit hatten, für alle Geber am Abend, konnte man das Nachtgebet einschließen. Also das sind unsere Bettler von Einstein, die Bettler auf anderen Festen, da haben wir riesen Erfolg und alles für karitative Zwecke. Das sind ganz interessante Leute dabei, da gibt es pensionierte Richter, Zahntechniker, hochbettlische Zahntechniker, rechtschaffene Bürger und im Einstein-Sommer, da sind die halbe Zeit auf die Knie und flehen um Almosen. Ganz eine bunte, tolle Gruppe. Slaver in der Krippelschanze. Und die kleinen Kinder, die lernen von klein auf, eigentlich wie es geht. Man könnte auch sagen, die haben hier was anderes gelernt. So, wenn man jetzt meint, also das sind ja wirklich die arme Leute und es geht nicht schlimmer. Ja, ich sag, du hast weit gefehlt, weil das, was jetzt kommt, das ist mal richtig gruselig. Um mit zu sagen, jetzt kommt mal der richtige Abschaum. Das sind die Marodeure, also marode Brüder. Es gab da auch mal irgendwie so ein Marodeurs-Hauptmann, ein Marode, ich glaube, der hieß Marode. Und das ist quasi vollkommen existente. Verwunderte, Deserteure, Vergewaltiger, Plünderer. Diese neuen Touren, Pferdetreck, das wurde einfach mega. Also das sind harte Jungs, die rekrutieren sie mit gutem Stück von den Handballern vom Turnverein Memmingen. Also das sind eh schon die harten Jungs. Und im Einstein-Sommer, da machen sie dann richtig ein Los. Manche machen sich wirklich die Mühe und sagen, diese Woche muss es ohne Dusche gehen. Also heute sind sie geschminkt, nächsten Sonntag ist dann wirklich echt. Und die Marodeure sind natürlich eine besondere Gruppe, die machen sich relativ schick, weil die so schlecht beieinander sind. Kann man mit denen eigentlich in die Spiele, was weiß ich, beim Exorzieren und bei anderen Sachen relativ wenig anfangen. Die sind eigentlich für vieles unbrauchbar, aber die haben uns ganz toll unterstützt. Heute am Sonntag mit der Absporterei, mit der Kontrolliererei, wahrscheinlich sind sie dem einen oder anderen schon begegnet. Beim Einzug in die Stadt, also wo sie in die Stadt reinkommen sind, und obwohl sie so schlecht beieinander sind und einem zu fast nichts zu brauchen, hast du deinen Fuß unter dem Arm. Helfen sie uns ganz toll beim Absport. Das sind die Marodeure. Und wenn die durch sind, dann haben wir es auch ein Stück weit geschafft. Einzug von Wallenstein, Auftaktveranstaltung vom Wallenstein Sommer 2022. Es gibt die ganze Woche noch Theater hier auf dem Marktplatz. Reiterspiele im Reichsheim, Lagerspiele mit Grimmelschanz, Lagerleben, Tanz auf dem Kopfstein. Herr Ministerpräsident, vielen Dank für den Besuch, dass Sie 6 Jahre lang Schirmherr waren. Es ist ja nur die Zeit für einen Ansteher, keine Ahnung. Was auf dem Programm steht. Ich bedanke mich und
wünsche Ihnen alles Gute. Schönen Sommer, schöne Weinsteinwoche, alles Gute. Vielen Dank.